frage mich gerade, ob jetzt noch ein Schloss übrig bleibt. Das sieht eher nach Alice Schloss aus. Ja, gut. Luca! Das heißt, wir haben jetzt gesehen, was in jedem Königreich los ist. So ziemlich schlecht ist alles los. Na denn. A large army of angels to the front. A flock of powerful chimeric monsters to the side. And an angel who's able to create more monsters through some sort of strange magic. And behind them all, the one pulling the strings. Genau das Ende des Spiels vom letzten Mal geht jetzt hier 1:1 weiter. Wah! Ha! With my sword raised and Alice at my side, I charge into the fray. Luca, I'll take out the chimeric monsters. Use your sword to take out the angels. Yeah, leave it to me. An angel's body, immune to earthly damage. But I wield the angel halo. Right now, I'm the only one capable of taking them out. I'm your opponent. I jump with a shout in front of Cupid as she fires arrows into the fray. Unser erste safe location. Darauf trinke ich. Klingt gut, schließ mich an. Dann sehen wir doch mal, was unsere neuen Gegner, die Engel, denn so drauf haben. Ich finde die voll süß, ehrlich gesagt. Sieht halt gar nicht gefährlich aus, aber das war vorher in den vorigen Teilen auch das ein oder andere Mal schon der Fall. Mm-hmm. Are you after my body too? That's fine, I'll enjoy raping you. Is someone like you really an angel? Neat and clean, without a single imperfection. The lewd girl in front of me was nothing like what I imagined an angel to be. Mercurian, don't interfere. This disgraced hero picked me after all. I got it, don't be careless. If a ground warder should push you, it would besmirch the angel's honor. The Valkyrie turns away from the Cupid, heading towards another group of monsters fighting. I need to defeat Cupid quick and go to stop the other angels. I've wanted to have a taste of a hero for so long. I'll prey on that penis of yours with my pussy. Don't screw around. Here I come. I will destroy these angels who believe monsters to be completely evil. I'll stop this massacre. Yay, es geht wieder los. Dann zeigen wir nochmal, was wir können. Eine Sache, die ich im zweiten Teil durch Zufall rausgefunden hatte, da gibt es nämlich, sagen wir mal, Bonusgeschichten, die man anschmeißen kann zum Testen. Du siehst jetzt unten, wir haben zwei blaue Kugeln, richtig? Richtig. Wenn ich es richtig verstehe, ist jetzt eine Kugel entweder 5 oder 10 einzelne Skillpunkte wert. Okay. Das heißt, wenn wir, sagen wir mal, jetzt unsere Geister mal wieder anschmeißen, wie so üblich, also auf Skill und dann den Pfeil links unten zum Beispiel drücken, dann müsste wahrscheinlich aus einer blauen Kugel entsprechend weniger gelbe Kugeln, glaube ich, werden. Nehmen wir doch mal Gnome, wie üblich. Gnome, infuse me with the unmoving power of the earth. Wildlands. The unmoving power of the earth takes hold on Lucas' body. I wonder what kind of taste your penis has. Sagt sie das bei dir auch? Nein, es ist natürlich okay. Zufall, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, wir müssen die ersten Kampfsätze so ein bisschen vorlesen wegen der Stimmung. Gut. Nee, ist ja auch richtig. Also in manchen Kämpfen war das ja auch vorher so, ne? Dass das relativ linear ablief, sehr unterschiedlich teilweise. Nimmst du direkt danach Sylph? Ja. Scheint der erste Kampf in diesem Spiel ja ist allerdings eher auf der Zufallsseite. Und wir haben nur einen Punkt eben verbraucht, das heißt, eine blaue Kugel steht für 5 Skillpunkte. Okay. Dann nehmen wir nochmal Sylph. Rage around as you please. Devastating Gale. Lucas' movements become as fast and powerful as a devastating gale. Kommt wieder ein Zufallsangriff. Mal gucken, wann sie ihren ersten Herumkrebs-Move einsetzt. Ist die Frage. Also, wir könnten, glaube ich, noch an die nehmen. Ich glaube, wir können ja inzwischen alle drei Fähigkeiten gleichzeitig aktiv haben. Bei Salamander bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Hat sich bei dir Valkyrie zwischenzeitlich wieder zu Wort gemeldet? Nein, bei dir? Ja, soll ich warten? Ja, warte, ich greife mal an und gucke mal, ob jetzt irgendeine Reaktion von Valkyrie kommt. Ich treffe kritisch, Halleluja. Zweimal sogar, stimmt, wir haben ja Sylph aktiv. Sie schreit auf und
beschwert sich, warum ein Mensch denn sie angreifen könnte. Und danach kommt die Walküre. Ja. That's the cursed blade, Angel Halo. Richtig? Ja. Bei dir auch? Okay. The original fallen angel created that in order to bring ruin to the angels. Be careful, Cupid. If that hits, even we will be in danger. That's so cowardly. Says the one immune to the attacks of the monsters they're massacring. Genau, gib's ihr. Here you go, coming from a handjob. Und da geht der Random-Kampf wieder los, okay. Ich will gerade mal gucken, ob sie... Ist natürlich wieder ein bisschen Cheaterei, wenn ich auf Request gehe und mal gucke, was sie kann, aber... Ich habe das Gefühl, abgesehen von 4 Standardattacken, die auf der linken Seite stehen, die nichts groß machen, könnte die rechte Attacke, also Love Angels Lust, vielleicht irgendein Haltegriff oder sowas sein. Müssen wir aufpassen. Okay, ich teste jetzt mal aus, ob mit Undine ich noch mich mehr aufpowern kann. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, wo wir im letzten Spiel stehen geblieben waren. Ich meine, Luca konnte im Finale alle 4 Geister auf einmal beschwören, aber... Und sich dann auch heilen, glaube ich, weil Salamander war dann auch empowered, also auch auf verstärktem Niveau sozusagen. Ich teste mal an den. Ich beruhige mein Herz und meine Gedanken. Und jawohl, genau, ich bin immer noch mit den anderen beiden Geistern versehen. Und weiche einfach mal aus. Und dann Salamander! Hat meine Punkte wieder voll aufgefüllt und jawohl. Okay, sie schießt mit einem Pfeil nach mir. Finde ich nicht gut. Ich tippe mal, wenn der Pfeil von einem... Ah, was ist nochmal der deutsche Name von Cupid, Nagoya? Kriege ich nicht zusammen, aber ich habe sie down. Und wenn sie dich vergewaltigt, dann reicht einmal frei strugglen. Mitgenommen, okay. Ja. Nee, wie heißen nochmal diese kleinen Engelsfiguren mit... Armor, genau. Ein Armor. Also die Figur, die halt, wenn sie mit dem Bogen auf dich schießt, dass du dich dann verliebst in das Nächste, was du siehst. Ja, genau. Ich tippe mal, wenn die dich mit einem Pfeil trifft, dann dürfte das vielleicht in einen Hypnosezustand oder sowas ändern. Aber vielleicht werden sie dann auch glücklich bis ans Ende ihrer Lebenstage, ne? Naja, wenigstens eine von diesen beiden Personen dürfte glücklich werden, da könntest du recht haben. Na gut, wenn du vorgezogen hast, dann muss ich jetzt nachziehen. Nee, lass dich von mir nicht beirren. Also ich fall ja mit meiner Methode auch oft auf die Nase, also der Moment kommt sicher auch noch. Mal sehen, ich habe jetzt gerade erstmal ein Vaporizing Rebellion Sword gemacht. Jetzt mache ich einfach noch eins, weil ich es kann. Und das dürfte sie locker aus den Latschen hauen, wenn sie jetzt nicht noch irgendeinem Trick im Ärmel übrig hat. Mann, ich muss irgendwie mehr trinken, habe ich das Gefühl. Ich habe so viel Zeug im Hals, was das Reden behindert. Verdammte Hacke. Aber du kannst lesen, wenn du möchtest. Wait, what's going on? Aha. Sie wird nicht mal versiegelt, sie verschwindet einfach. Cupid fades away into particles, then vanishes. Alter Vater. 80.000. Wo hört das auf? Am Ende des Spiels werden wir 2 Millionen kriegen. Pro besiegten Gegner. Na gut, brauchen wir die 2 Millionen Erfahrungspunkte noch, wenn wir Elias auf die Schnauze hauen? Das wird sich zeigen. Als nächstes sie. Cupid was killed? No, her corporeal form was sealed. What was that? Did she die? This is totally different from any sort of sealing before. Her body became particles of light and faded completely away. Don't hesitate, Luca. She was just reduced to her original holy state. A high-ranking angel will not simply cease to exist. So take out those other angels too. Yeah, got it! Gripping my sword tightly, I charge at the Valkyrie. Und nochmal speichern. Keine Pause für Luca. Unsere Energie zwischenzeitlich wieder befüllt worden? Wie waren das in den letzten Teilen? Bist du immer mit voller Energie in die Kämpfe gestartet? Ja, immer voller Energie. Es sei denn, wir wurden so in den Hinterhalt reingelockt, wo wir dann teilweise ohne Punkte gestartet sind zum Beispiel. Das gab es ja auch manchmal. Ah ja, okay. Defeating Cupid with pure force. As a fencer, I am in the highest class in the heavens. But if you're that powerful, then meeting force with force won't work. Valkyrie sheathes her sword and stands in front of me barehanded. But it doesn't look like she has any intention of giving up. Usher, you sexual techniques. I doubt a swordsman of your caliber has had much experience with those.
Oh, wenn die wüsste. Ja, wir haben schon ein paar Monster erlebt, die wesentlich unhumaner aussahen als du. Aber diese Engel sind jetzt schon wieder, also das Design von der Walküre, das ist, wenn ich mir das jetzt mal so ganz genau ansehe, ich meine, silbernes Haar, weiße Flügel, wenn das wirklich Flügel sind, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, auch wenn sie nicht so ganz detailliert sind, aber die sieht cool aus. Ja, die finde ich bisher auch am hübschesten von allen. Mhm. Die unseren Weg gekreuzt haben. Nimmst du wieder Gnome Sylph? Ja, ich vermute mal, sie dürfte etwas mehr drauf haben als die Vorgängerin, wenn sie jetzt schon ankündigt, dass sie etwas technischer agieren könnte. Ich nehme jetzt erstmal Gnome. Sie greift mich mit einem Standardangriff an, anscheinend. Und jetzt Sylph. Bis jetzt greift sie mich nur mit ihren Flügeln an und versucht mich zu kitzeln damit. Macht zwar Schaden, aber scheint nicht allzu effektiv zu sein. Ja. Ganz ehrlich, ich werde jetzt auch immer noch zur Routine Undine mit hinzunehmen, weil die doppelte Ausweichchance von Sylph und von Undine zu haben, dürfte so viele Angriffe abwehren im Spiel, habe ich das Gefühl, jetzt am Anfang zumindest. Das dürfte einen Riesenunterschied machen. Immer noch der Flügelangriff. Na gut. Wenn du meinst, dann mache ich jetzt erstmal, würde ich sagen, schwierig. Ich greife einmal nochmal an, dann heile ich mich, glaube ich, mit Meditation. Weil dann kann ich meine Punkte auch wieder richtig schön auffüllen. Okay, jetzt wollte sie mich gerade umarmen, wie es scheint, um mich in den Haltegriff zu bekommen. Aber das hat nicht ganz so geklappt. Lass mich raten, bei dir ist sie schon wieder lange tot, wo ich gerade vor mich hin plappere. Nein, es gibt optische Veränderungen, sage ich mal. Ich sehe gerade, ich habe ihren Helm abgeschlagen. Ich tippe mal, da kommt noch wesentlich mehr Rüstung weg. Ich bin ganz leise. Lass dich mal überraschen. Ja gut, dass wir die Zensur hier haben in diesem Let's Play. Ja. Dass da niemand auf blöde Ideen kommt. Okay, sie will jetzt ernst machen. Das heißt, sie hat vorher nur mit ihren Flügeln angegriffen und legt jetzt selbst Hand an, wenn ich das richtig verstehe. Na gut, macht schon irgendwie Sinn, wenn sie sich zu der höheren Kriegerkaste zählt, so in dem Sinne, dann hat sie vielleicht vorher nicht wirklich die Lust gehabt, in direkten Kontakt zu treten, sag mal so. Das war vielleicht so etwas über ihrem Niveau, weißt du, was ich meine? Die Sache ist, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, und zwar habe ich gar keine Punkte mehr, um Salamander zu rufen, weil sie braucht ja auch 4 Punkte, ganz vergessen. Na gut, aber es sollte eigentlich kein großes Problem sein, vermute ich mal. Denn bis jetzt weiche ich oft genug aus, finde ich zumindest. Also ich habe Undine nicht aktiv und gehe jetzt mal so ein bisschen auf Risiko und das sieht knapp aus. Sie sagt, wie erwartet von dem Hero, den Elias gefährlich nennt, dieses Mal werde ich all meine Macht benutzen, um mit dir zu spielen. Aha, jetzt ist ein Nagisch bei mir. Verliert macht's offenbar, wenn sie die Hälfte ihrer Gesundheit verloren hat, vermute ich mal. Und ich bleib dabei, auch so das Design von ihr ist einfach nur verdammt genial. Ja, angezogen fand ich sie aber schöner. Bei mir ist sie tot. Bei dir ist sie tot, na gut. Ja, muss ich zugeben, also in das Design haben sich wesentlich mehr Mühe reingesteckt. Keine Ahnung, vielleicht ist einfach der Hintergedanke bei diesen Obwohl, die späteren, die beiden Maschinenmonster, die wir gesehen haben, die sahen fies aus. Wenn ich jetzt gerade die am Anfang bedenke, als wir hier wieder im Monster, im Schloss des Monsters angekommen sind, die hier in der Invasion dabei gewesen sind, die sahen ja wieder cool aus, ne? Ja, aber ich fand die allererste fand ich auch cool. Ja. Also die hat mir besser gefallen als diese Spinnenprinzessinnen-Tante. Ja, vielleicht gibt's ja so, ich denke ja mal, in diesem Spiel sind natürlich mehrere Künstler beteiligt gewesen, die sich ums Monsterdesign gekümmert haben. Es ist ja nicht nur eine Person gewesen, wahrscheinlich, die all das gemacht hat, die gemalt hat, sagen wir es mal so. Von daher denke ich mal, dass entsprechend ein Künstler für diese Monstersorte, für diese Art von Zeichenkunst zuständig war. Und wenigstens ein anderer für alles, was wir bis jetzt gesehen haben in den ersten beiden Teilen, vielleicht so in dem Sinne. So, ich bin einen Punkt davon entfernt, Salamander anzuschmeißen, aber eigentlich könnte ich es auch genauso gut beenden, so wie es aussieht. Sie gibt sich nicht wirklich Mühe, mir, ja, so viel Schaden zu machen, es sei denn, ne, das war nur ein 3-Stufen-Angriff. Ich dachte gerade, sie hätte schon wieder irgendeinen Killer-Angriff gestartet, den ich überlesen habe, aber zum Glück nicht. Na gut, machen wir wieder mal Grimbarios Spezialattacke und hauen sie weg. 2, 3, 4. Oh, das war aber knapp.
ohne Salamander macht die Fähigkeit doch ein ganzes Stück weniger Schaden, muss ich sagen. Aber sie ist weg bei mir. Sehr schön. No, this cannot be. I, the Angel of War, being defeated by a human. Kavush. Valkyrie fades away into particles, then vanishes. Und nochmal eine Safe Location, nochmal 80.000 Punkte. So muss das. Alright, I did it. With that, the two angels are down. Alice is still facing down those chimeric monsters. Alma and Grumbaria are still being pressured by those big ones. Die meinte ich vom Stil her. Die sehen cool aus. Absolut, ja. Und auch diese hier alle. But those three are just waiting and watching along with Promstein. Ach, Promstein gibt's ja auch noch. Ich musste mich gerade nochmal ordnen. So ein bisschen arrogante Stimme in dem Sinne, weißt du, so ein bisschen. Sheesh, so you took out both Cupid and Valkyria? And to think subjugation of the lower world is supposed to be the angels in the ninth circuit's role. In the next moment, divine light fills the hall. A holy, gentle aura fills the room. Okay, keine Ahnung, wer das ist. Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es eine Frau ist, ne? Ja. I receive permission from Eden for my advent to the lower world. I shall face the disgraced hero. Who is it? A being with pure white angel wings descends down the beam of divine light right in front of me. Oh, jetzt geht's ja Schlag auf Schlag. Das heißt, Elias kann jetzt ihre Truppen sogar herunter teleportieren in einem Lichtstrahl. Das ist sehr praktisch. Für sie, ja. Okay, die sieht cool, aber sehr standardmäßig aus. Hätte ich nicht gedacht, dass also ein relativ normales Monster hier auf uns warten würde sogar. Ja. Erzengel Ariel. It can't be an archangel. An angel of that class descending to the human world. Even while she pins a chimeric beast to the floor, Alice lets out a yell of wonder. Don't let your guard down, Luca. She is a very powerful angel. Yes, I can feel it. I'm having trouble simply breathing due to the divine aura. Judging by the oppressive aura, there's no way she's normal. You are the disgraced hero, Luca. I see. Do you indeed have physical power beyond reason? You do indeed have. So rum. It is dangerous to even allow a soul such as yours to participate in the samsara of reincarnation. I must violate you with this body and suck up your spirit. Punkt, Punkt, Punkt. I take a breath to calm myself and regain my stance. Direkt in die Action mal wieder hinein und... Okay, legen wir los. Ja, ich dachte gerade, ich wäre im Nachteil, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, das Skill wäre ausgeblendet, aber nein, der Unterschied zwischen ausgeblendetem Struggle und Skill ist doch ein bisschen wenig. Ich dachte, es wäre größer. Na gut, dann zeig doch mal, was du kannst, du Doppelheiligenschein-Dame, du. Ah, sie fängt direkt mit einem Dreifachangriff an. Das hat wehgetan. Na gut, dann will ich definitiv erstmal meine Verteidigung hochziehen. Mal gucken, wie deine Kampftaktik gegen jemanden abschneidet, der so viel Schaden macht in der ersten Runde schon. Wirst du wieder auf Andin zurückgreifen? Ja, definitiv. Uiuiui. Die hat mich gerade mit zwei Angriffen schon unter 50% gehauen. Also ich glaube, einen halte ich knapp noch aus. Moment, mir fehlen jetzt 900 Lebenspunkte. Das heißt, sie macht... was rede ich da gerade? 450 mit einem Angriff. Das kann ich also überleben, wenn sie jetzt denselben Angriff nochmal macht. Dann müsste ich sofort meditieren. Ja, ich nehme Andin, weil ganz ehrlich, jedem Angriff von der Dame auszuweichen dürfte nur von Vorteil sein, habe ich das Gefühl. Ah, und sie sagt sogar etwas, wenn ich Andin benutze. Hast du das noch? Ah, ich habe gerade das voll weggedrückt. Ich weiß nicht mehr, wie ich zurückkomme auf die Texte. Sie kennt den Trick, sagt sie. Kannst mit dem Mausrad nach oben scrollen, wenn du willst. A serene state of mind, I know that trick, sagt sie. Falls du es noch findest. Und dann geht's nach unten hin weiter. Yep. Aber ich sehe hier nicht, wer das dann sagt, ne? Mach einfach, ich unterbreche dich schon. A serene state of mind, I know that trick. You synchronize yourself with the air around you, seeing the enemy's movements as waves through it.
It lets you almost see into the future of their actions and evade their blows. So, if I control my thirst for blood and intend to the maximum, you won't be able to read anything. Ui. Gah, she knows how to beat the skill? It shouldn't be possible to know that much about the skill just from seeing it once. She must have seen it before somewhere. Dinah? I am one of the few angels who survived the fight with Heinrich. Oh, jetzt bin ich wieder in-game. I am fully aware of that skill's weak points. Do you say Heinrich, did you say? The hero Heinrich? An angel's breasts are so soft, you will come instantly. Okay, das heißt, Andine bringt mir hier gar nichts. Das ist nicht gut. Ich bin fast K.O. Ja, Dito. Ja, ich muss meditieren und hoffen. Ja, toll, die Sache ist jetzt. Jetzt schießt sie einen elektrischen Strahl auf mich aus ihren Armen. Auch gut. Aber zum Glück weiche ich aus dank Sylph. Das ist schon mal sehr nett. Ja, ich habe jetzt theoretisch nicht genug Punkte, um mich konstant hochzuheilen, wahrscheinlich, weil sie mir vorher zu viel Schaden machen wird, um, ja, als dass ich mich konstant gegenhalten kann, wie gesagt. Schauen wir mal. Ich glaube, unsere Kämpfe verlaufen gerade sehr parallel. Die Sache ist halt, das bedeutet im Endeffekt nur, wenn wir jetzt hier verlieren sollten, dass wir beim nächsten Mal sofort auf Andine verzichten können, weil es ja uns anscheinend, wow, keinen großen Vorteil bringt. Okay, sie umarmt mich und Luca ist in einer Trance. Nicht gut. Was machst du jetzt? Ja, ich bin weg vom Fenster. Yikes. Okay. Hat sie das angekündigt in Angriff? Moment, das will ich mal sehen. Also ich hatte das Vergnügen noch nicht. Konntest du dich da nicht freistruggeln? Nee, du bist instant in der Hypnose drin. Vielleicht hört die Hypnose auf nach einer gewissen Zeit und du kannst das dann auch retten, aber ich war halt halb tot zu dem Zeitpunkt, von daher hat mich das etwas überrascht, sagen wir es mal so. Aber davor hat sie einfach nur mit ihren Brüsten angegriffen und danach der nächste Angriff sofort war. Obwohl, Moment hier. Blitzstrahl. Nee, sie hat vorher ganz normal Angriffe gemacht und hat mich auf einmal umgehauen. Nett. Na gut, dann starte ich mal kurz neu. Aber ich klicke mal einmal ganz kurz weiter. Nee, kommt die Game Over Musik. Gut, dann habe ich jetzt schon mal kurz ins Bild eingespielt. Hätte ja sein können, dass es vielleicht ein geskriptetes Game Over ist, dass Alice uns irgendwie zu Hilfe kommt oder irgendwie so ein Käse. Na schön, dann hoffe ich mal, du hast mehr Glück als ich, dass du nicht diese Angriffe abbekommst. Ich werde nochmal von vorne anfangen müssen. Und dieses Mal vielleicht etwas mehr in die Offensive gehen. Ohne Andine dieses Mal allerdings. Sylph? Zumindest hat Sylph. Ja, Sylph hat noch einen gewissen Vorteil, weil ich ausweichen kann. Also ab und zu ein bisschen schon. Na denn, Also ich glaube, Sylph hat mir auch den Allerwertesten gerettet, weil bei mir ist sie down. Aber sie hat auch keinmal den Angriff gemacht, der dir das Genick gebrochen hat. Also Glück gehabt. Es wäre jetzt natürlich blöd, wenn das Ausweichen dieses Blitzstrahls, den sie auf mich abgefeuert hat, wenn das vielleicht sogar Glück ist, dass du halt eine Chance hast, mit Sylph dieser Fähigkeit auszuweichen oder eben eine Chance, dass es schief geht. Das wäre irgendwie mistig. So, ich heile mich jetzt. Ach, jetzt bin ich auf 2 Punkte. Ich muss mitzählen. Ich muss echt mitzählen, damit ich genug Punkte für sowas wie für Salamander übrig habe. Weißt du, es könnte auch sein vielleicht, da du ein bisschen aktiver gewesen bist möglicherweise, dass der Kampf auf so einer Art Timer liegt vielleicht. Das kann sein. Dass ich einfach zu langsam war. Also wenn es um Zeit geht, dann hat mir das hier womöglich geholfen. Aber zu der Zeit, wo du noch so umrissen hattest, boah, die macht so viel Schaden und jetzt bin ich ausgewichen und jetzt kann ich das erste Mal angreifen, da waren wir noch genau auf dem gleichen Level, weil da war das bei mir 1:1 das gleiche. Okay. Na gut, dieses Mal habe ich jetzt Salamander aktiviert statt Andine. Nehmt zwar immer noch gut Schaden, aber jetzt kann ich mal wieder unseren verbesserten Chaos Star mit Feuerkomponente jetzt mal raushauen und schauen, wie viel Schaden das macht. Das wird reichen, wenn ich jetzt noch ein. Oh, ich habe nicht genug für noch einen. Verdammt. Ich muss einmal angreifen.
Jetzt wird sogar eine andere Fähigkeit reichen. Okay, passt. Ja, passt. Vaporizing, Rebellion Sword, draufhauen. Und 1, 2, 3, 4, 5 Hits und sie ist besiegt. Hui, das dritte Monster macht uns schon Probleme. Das fängt ja gut an. Ja. What strength? Eden's concerns were correct. Wie weggeblasen. Ariel fades away into particles, then vanishes. Hui, die bringt... Was? Was zur Hölle? Ja gut, wahrscheinlich gehen sie davon aus, dass 80 plus 80 160 ist für die ersten beiden Kämpfe, aber ganz ehrlich, trotzdem, die jetzt verglichen mit dem Cupid-Monster, also mit dem Armor-Engelchen da, das ist schon ein heftiger Sprung in der Erfahrungspunkte-Liga. Kurze Zwischenfrage, das kannst du auch gerne rausschneiden. Wie komme ich denn jetzt wieder aus diesem Speicherding raus? Ich vergesse das jedes Mal. Escape. Wenn er sich beschwert, einfach doppelt Escape drücken. Ah, okay, danke. So, ich habe nämlich gerade auch die Safe Location verpasst. Ups. Aber dafür habe ich ein Level-Up bekommen. Beziehungsweise ich habe zu früh jetzt habe ich daneben geklickt. Jetzt weißt du, wie es mir gerade eben ging. Ja, ich mache das, was du tust, nur verbessert.